heute. Das heutige Video ist etwas anders als sonst, denn es geht um zwei Produkte, die ich ausprobiert habe, bei denen ich aber feststellen musste, dass sie sehr, sehr ähnlich sind zu Sonnencremes, die ich bereits in der Vergangenheit ausführlich getestet habe. Und ich meine, abgesehen davon, dass sich meine Videos eh kaum voneinander unterscheiden, wäre es jetzt einfach wirklich zu langweilig, ein komplettes Video mit Auftrag und so weiter zu drehen. Deswegen fällt das jetzt alles hier heute ein bisschen kürzer aus, aber ich denke, das ist okay. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Sonnencreme aus der Reihe Nivea Sun UV Gesicht. Und zwar habe ich mir jetzt vor kurzem den mattierenden Sonnenschutz geholt. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon die Version für empfindliche Haut getestet. Ausführlich auch. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall hier. Und ich muss sagen, dass die für mich persönlich sehr ähnlich in der Anwendung waren. Allen voran das Finish. Ich muss sagen, dass ich jetzt hier nicht den Eindruck hatte, dass es viel mattierender ist als bei der anderen Creme für empfindliche Haut. Im Gegenteil, für mich persönlich war das sogar weitestgehend identisch. Was ich wohl bemerkt habe natürlich, ist, dass diese Creme hier, die mattierende, parfümiert ist. Also es ist einmal Parfüm enthalten und dann sind auch noch so Dinge wie Geraniol, Citronellol, Limonene und so weiter drin. Das muss man halt mögen und wollen. Also es riecht schon nach Nivea. Aber ich kann da auch gut und gerne drauf verzichten, auch wenn ich den Duft eigentlich mag. Aber was die restlichen Inhaltsstoffe angeht, ist es jetzt leider ein bisschen verwirrend, denn ich habe festgestellt, dass hier auf der Packung andere Inhaltsstoffe stehen als im Internet. Ich war sowohl auf der Seite von Nivea als auch auf der Seite von DM und da stehen einfach andere Inhaltsstoffe. Dann deswegen muss ich halt sagen, dass wenn die Inhaltsstoffe auf der Packung korrekt sind, dann ist die Formulierung bis auf die Parfümierung weitestgehend identisch. Wenn die Inhaltsstoffe im Internet korrekt sind, dann gibt es auch noch Unterschiede bei den UV-Filtern. Dann sind nämlich hier in der mattierenden Creme zwei Filter weniger enthalten. Die da wären Homosalat und UV0A+, die in der Creme für empfindliche Haut enthalten sind. Und auch beim Alkohol gibt es einen kleinen Unterschied, das steht nämlich hier dann an zweiter Stelle, ist für den einen oder anderen eventuell wichtig. Mir macht das nichts aus, aber es macht natürlich auch Sinn, Alkohol an zweiter Stelle zu haben, wenn die Creme schnell einziehen und mattierend sein soll. Also in Zukunft würde ich auf jeden Fall auf die Creme für empfindliche Haut zurückgreifen. Die habe ich mir übrigens auch schon nachgekauft. Das ist, glaube ich, die erste, die ich mir überhaupt nachgekauft habe, weil ich die einfach richtig gut finde. So, jetzt kommen wir zur zweiten Creme und zwar ist das die Baby Love Sonnencreme Sensitiv. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum ich mir die gekauft habe. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sie gut ist. Ich musste aber feststellen, dass die echt identisch ist zum Sundance Sonnenfluid, das ich auch schon mal getestet habe. Ich verlinke euch das Video wieder oben. Ich habe mir die Inhaltsstoffe natürlich genau angeguckt und verglichen und ich muss sagen, sie sind identisch, bis auf eine Komponente und zwar ist das Carnosin. Das ist im Sundance-Produkt enthalten, irgendwo ganz weit unten auf der Liste als Antioxidanz. So wie ich es verstehe, wirkt pflegend und zellverjüngend. Also wer sich davon etwas erhofft, kann natürlich besser zum Sundance-Produkt greifen. Ansonsten würde ich sagen, ist man hiermit genauso gut bedient, zumal das auch günstiger ist im Verhältnis. Dazu muss ich aber auch noch was sagen. Und zwar gibt es in der Sundance-Reihe, die ich persönlich total unübersichtlich finde, noch ein Produkt namens Cremegel, glaube ich, heißt es. Und das ist auch wiederum identisch zum Sonnenfluid von Sundance, kostet aber noch weniger. Also von teuer nach günstig wäre es dann Sundance Fluid, dann kommt diese hier, Baby Love, und dann kommt die günstigste Version, und zwar das Cremegel. Da sind irgendwie 150 Milliliter enthalten. Und das ist halt das günstigste. Insgesamt muss ich aber sagen, dass ich mir die nicht nachkaufen werde, denn das Finish, so wie man in meinem Video auch sieht, ist einfach nicht gut. Also es glänzt, es ist
liegt super schwer auf der Haut. Es ist immerhin wasserfest und das ist auch der Grund, warum ich sie überhaupt noch verwende, nämlich ja, zum Sport oder wenn ich, weiß ich nicht, länger mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und wenn mir die Optik egal ist, dann ja. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende. Also wie gesagt, ich habe diese beiden Produkte hier getestet. Keins von beiden kann ich wirklich empfehlen, weil ich einfach schon bessere hatte. Und ja, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen. Und ja, das war es auch schon. Ne? Bis zum nächsten Mal dann. Bis bald.